So, wir wollten viel machen. Erstmal hol ich mir neue Kohle. Unten runter gucken zu den Dingern. Sollte ich wahrscheinlich auch noch mal kurz. Also hier hin, ob die alle genug Brennmaterial haben. Ja, komm, stocken wir mal auf. Und unser Inventar ist bald voll. Sehr schön. Also, ne? Nicht unbedingt schön, aber es ist schön, dass wir genug Ressourcen haben. Zwischendurch immer wieder schön Science Packs herstellen. Warum arbeitest du nicht? Achso, weil nicht schnell genug Kupfer hinterherkommt. Aber das ist okay. Wie gesagt, Kupfer braucht man nicht ganz so häufig wie Eisen. Ich schätze mal, das Verhältnis ist für jede 3 Platten Eisen eine Platte Kupfer. Kommt das hin? Vielleicht. Nom 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 nom. Ja, die müssen noch weg. Ich weiß nicht, ob ich die Förderbänder jetzt direkt mit denen hier verbinden soll. Das könnte in die Hose gehen. Oh, und ich sollte die Science Labs noch umverlegen. Die bringen uns da unten gar nichts, wenn ich sie da unten nicht befütter. Ein Problem wäre nämlich, wenn ich die Förderbänder direkt mit diesen Kreislaufförderbändern oben verbinde, dass sie dann genauso verstopfen wie das hier. Und das wäre nicht so schick. Wobei bei dem hier wäre das noch fast okay. Gut, dann bauen wir erstmal noch mehr Science Labs. Setzen die wohin? Wir können eigentlich für die auch so ein Quadrat hier machen. Wie viel passen da in so ein Ding rein? Brüste. Was? 4. Die brauchen noch ein bisschen. Ich kann derweil schon mal die Straße außenrum bauen. Das ist hier immer das gleiche. So. Ich denke mal, von der Positionierung ist das jetzt nicht optimal. Aber das Schöne ist ja, das Ganze ist ziemlich modular. Also das Design, das ich hier verwende. Das heißt, wir können es dann nachträglich immer noch umbauen. Dann reißen wir einfach alles, was innerhalb der Förderbänder ist, ab und setzen da was anderes rein. Das passt schon. So. Da noch eins hin. Achso, die können wir schon mal füllen. Britzel, Britzel. Der Sound ist cool. Piu, piu. Britzel, Britzel, piu. So, und du dahin. Dann hätte ich gerne mehr Förderbänder. Ganz viele. Und wir sehen schon, wir brauchen tierisch viele Zahnräder. Also mit das Erste, was wir bauen werden, sobald wir die Fabriken bauen können, was wir noch nicht können, sind Zahnräder. Ich denke mal, hier machen wir einfach nur 2 Fabriken, die aus Eisenplatten Zahnräder herstellen und 2 Fabriken, die aus Kupferplatten Kupferdraht herstellen. Nom 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 nom. Boah, ist das viel. Hat sich das ganz bis unten gestaut. Hammer. Okay, sehr schön. Und bei jedem Gang einen Baum weghauen. Daran sollte ich mich wirklich halten, sonst wird das niemals was hier. So, Förderbänder sind fertig. Ich hätte gerne mehr Science Packs. Ja. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Oh, oh. Nicht dein. So. Nein, falsche Richtung. So. Und so. Und eigentlich noch der Vollständigkeit halber Lichter. Wo haben wir Licht? Oh, Automatisation ist fertig. Sehr schön. Also, wir können jetzt bauen Assembly Machines, also Fabriken. Und diese langarmigen Roboter, die sind echt praktisch. Was haben wir noch, was nur rote Packs braucht? Der hier. Das ist der Smart Inserter. Oh, der ist sehr praktisch. Den erforsche ich als nächstes. Der Smart Inserter ist programmierbar. Also man kann ihm sagen, hol bitte nur von diesem Förderband Kohle. Oder hol nur von diesem Förderband Eisen. Sehr, sehr schick. Du, wir haben dezent viele Kupferbahnen. Das, das, das. So, alle 4 auf einmal. Das müsste richtig schnell abgehen. Die Lampen habe ich allerdings noch nicht mit reingeworfen. Gut. Oh, ich sehe ein Problem. Der Arm arbeitet doch zu schnell. Geh mal weg da. Ja, der Arm war zu schnell. Das lösen wir, indem wir Überproduktion betreiben. Mehr ist immer gut.
Also wir stellen den Arm gleich wieder auf. Damit das Ding hier bis zum Bersten voll wird irgendwann. Und machen einfach eine zweite Kohlemine direkt daneben, die das hier mit drauf liefert. Den kommt immer mindestens ein Stück Kohle an dem Greifarm hier vorbei. Weil der Greifarm halt immer nur ein Stück Kohle sich schnappen kann. Ja, vielleicht auch zwei in der Zeit, muss ich gleich mal gucken. Und der Rest geht halt dran vorbei und kann nicht verfüttert werden. Ich denke mal, es wird sich eh dann stauen, sobald wir hier zwei von denen gleichzeitig laufen haben. Und ich sehe gerade, der kriegt nicht besonders viel Strom. Ja, Performance ist genau auf der gleichen Höhe wie verfügbarer Performance. Das heißt, es ist nicht gut. Der letzte Boiler müsste gleich nochmal Kohle bekommen. Aber der andere Greifarm ist zu schnell. Na gut, füllen wir sie einmal von Hand. Haben wir eine Male Ruhe. Und ein bisschen Platz im Inventar, ist auch okay. Und jetzt stockt sich das da auf, okay. Wir brauchen trotzdem einen weiteren Steamboiler. Richtig geiler Sound, richtig geiler Sound. Ja. Ich hatte schon mal angemerkt, dass die Positionierung der Pfosten doof war, ne? Ja, hatte ich. So, ich bräuchte jetzt mehrere davon. Sagen wir mal zwei. Und die werden jetzt einfach direkt hinten dran gebappt. Und wir kommen trotzdem nicht hinterher. Das ist nicht gut. Temperatur ist aber immer noch bei 100 rum. Also wir brauchen noch nicht mehr Boiler. Okay. Da so hin, da so hin. Du weg. Was? So. Und direkt dran. Sehr schön. Jetzt sehen wir, Performance ist bei 60% rum. Mögliche Performance ist 100%. Das heißt, nur 60% von dem produzierten Strom wird dafür nicht benötigt. Man kann auch P drücken. Da wird die Produktion angezeigt, was gerade alles hergestellt und verbraucht wird. Und es gab noch Rechtsklick auf die Poles, um eine Anzeige zu bekommen, wie viel Strom gerade produziert und verbraucht wird. Also wir sehen, unsere Top-Verbraucher sind die robotischen Mining Drills. Licht und die Arme verbrauchen fast gar nichts. Und Top-Produzenten halt unsere drei Steam Engines. Wir haben auch noch nichts anderes, was Strom produziert. Also passt soweit. Und wir haben den Smart Inserter. Goodie. Freigeschaltet haben wir Automation, Automation 2, Advanced Electronics und Lab Efficiency. Lab Efficiency sorgt dafür, dass man schneller forscht. Sollte man also eigentlich recht früh nehmen, aber es kostet 100 rote Packs. Im Vergleich, die anderen haben also 20, 30 gekostet. Und auch noch 100 grüne. Also nehme ich lieber dich. Damit können wir schon die Stufe 2 Assembly Machines bauen. Die sind einen Zacken schneller und können ein bisschen abgefahreneres Zeug bauen. Abgefahreneres Zeug ist genau mein Ding. Also befüllen wir euch mal neu. Mehr Science Packs. Hälfte da rein. Hälfte da rein. Britzel, Britzel. Ja. Das ist jetzt genau der Zeitpunkt, den ich meinte. Es ist jetzt der Zeitpunkt, wo der Spieler, selbst wenn er durchgehend Sachen herstellt, nicht schnell genug produziert, als ich platzieren kann. Also ich habe jetzt zigtausend Ideen im Kopf, was ich wo machen könnte. Aber ich muss halt warten, bis das alles durchgedackelt ist. Deswegen breche ich ein bisschen was ab, baue erstmal die Maschinen. Sammle noch ein bisschen mehr Ressourcen ein. So. Und die sind leer. Da und da und weg mit dir. Wir hätten gerne die ersten Fabriken, sonst kommen wir zu gar nichts. Dann brauchen wir auch gleich die richtigen Greifarme und so weiter und so weiter. Aber wenn wir jetzt nicht anfangen, die Fabriken zu bauen, kommt zu überhaupt nichts. Einmal. Zweimal. Rechtsklick auf eine Fabrik gibt das Menü, was man damit herstellen kann. Wir wollen zuallererst die Grundversorgungssachen haben. Das sind Iron Gear Wheels, Kupferkabel, Circuits und die roten Science Packs später auch noch. Aber erstmal nur Iron Gear Wheel. Dazu braucht er Eisenplatten. Das heißt, wir werden das so regeln. Ich regle es erstmal über Kisten.
Denn ich bin Kontrollfreak. Ich will kontrollieren können, wann wie viel hiervon hergestellt wird. Das heißt, wir nehmen einfach einen Inserter, setzen ihn so hin und schmeißen in die Kiste jetzt 200 Eisenplatten. Dann bauen wir davon ein paar und stellen dich schon mal ein, dass du jetzt nicht die Zahnräder herstellen sollst, sondern Kupferkabel. Dann nehmen wir noch eine Kiste, stellen die symmetrischerweise dahin, machen so und schmeißen hier 200 Kupferplatten rein. Jetzt füllt sich das ganze Band nach und nach, aber nur die Innenseite des Fließbands. Burner ist wieder, brauchen wir nicht mehr. Warum stellst du so viel davon her? Boah, die Logic-Dinger da brauchen richtig viel. Aber ich glaube, die brauchen wir gar nicht. Warte mal. Ich teste mal was. Weil die Fabrik will halt nur Eisenplatten haben. Wenn wir jetzt da einen normalen Inserter hinpappen, so ein, falsch rum, dürfte er sich eigentlich nur Eisenplatten schnappen. Richtig. Er wird nicht aus Versehen irgendwann mal eine Kupferplatte nehmen. Haben die sich gerade vergeilt? Sah so aus. Gut, also brauchen wir keinen Smart Inserter. Also du nimmst da. Genau, der nimmt auch nur Kupferplatten, macht nichts anderes. Sehr schön. Dann brauchen wir das Ganze noch einmal andersrum. Aus der Fabrik raus, aufs Fließband. Und er legt es nach außen auf das Förderband. Das heißt, das Innere des Förderbandes ist für die Ressourcen. Das Äußere des Förderbandes ist für die Zwischenprodukte, die am Ende rauskommen. Sehr schön. Das heißt, ich nehme mir jetzt einen von diesen, zwei von diesen Smart Insertern. Ich brauche mehr Platz hier in meinem Hotkey. Es gibt da auch eine Forschung, die dafür sorgt, dass man hier unten mehr Platz hat. Das sollte ich demnächst mal angehen. So, Smart Inserter. Ich hätte gerne hier einen. Und ich hätte gerne da einen. Kiste, Kiste. Du holst bitte raus. Kupferkabel. Und geht der ab? Die sind richtig schnell. Und du holst bitte raus. Zahnräder. Miau, 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 miau. So. Und das Ding wird jetzt durchgehend Kupferkabel und Zahnräder herstellen. Derweil Forschung betreiben. Rein da. Kupferkabel und Zahnräder, warte mal. Kupferplatte und Zahnrad. Ha. Das heißt, wir könnten auch... Ich glaube, das mache ich mal. Ich nehme jetzt noch eine Fabrik. Also sagt zwei davon. Stell die da hin und sag dann, produziere bitte rote Science Packs. Weil er wird durchgehend die Platten hier drauf haben, die er braucht. Und er hat auch die Dingensbummens. Die Zahnräder. Im Idealfall. Nee, hat er nicht, weil sie zu schnell hier weggegriffen werden. Okay, okay, okay. Das können wir optimieren. Warte mal. Lass mich vom Fließband runter. Und ich brauche unbedingt Licht. Ich sehe das gerade. Ach, geht schon an. Okay. Weg mit dir. Weg mit dir. Also, ein Inserter, der reinmacht, einer, der rausmacht. Einer, der reinmacht, einer, der rausmacht. Du produzierst jetzt keine Zahnräder mehr. Du produzierst jetzt Science Packs. Du produzierst Zahnräder. Das hat den Sinn, dass jetzt das Metall reinkommt. Es wird hier zu Zahnrädern verarbeitet. Die Zahnräder kommen aber nicht unten an. So, und die werden hier geschnappt. Ah, das Ding ist noch falsch. Es hat noch eine Eisenplatte drauf. So, jetzt müsste es gehen. Das wartet jetzt auf ein Zahnrad, tut es dann rein. Wartet auf ein Zahnrad, tut es rein. Und nur die überschüssigen Zahnräder werden hier reingeschmissen. Das werden aber wahrscheinlich gar keine sein. Daran habe ich jetzt so nicht gedacht. Nächstes Problem... Die Science Packs bleiben liegen, weil keiner sie raussortiert. Also ändern wir euch mal in... Hol mal Science Packs raus. Okay, Science Packs und Zahnräder.
Wenn der mal doch ein Zahnrad durchhuscht, darf er es auch ruhig mit aufsammeln. So, diese Produktionsstraße hat einen Überschuss an Kupferplatten, wie ich gerade sehe. Das ist komisch. Ich machte mal hier draus noch einen Kupferdrahtproduzenten und guck, wie sich das Ganze ausgeht. Also ich werde jetzt hier regelmäßig nur mal voll. Was soll's. Ich mache hier das einmal alles voll. Und Eisenverbrauch ist wesentlich höher gewesen. Ich mache das einfach einmal voll, lasse das dann so eine Folge lang laufen und guck, wie sich das aufgeht. Lalala. Ich kann wieder nicht F drücken und gleichzeitig laufen. Kohle? Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich hab's schon wieder getan. So. Und ein Baum weghauen. So. Also das funktioniert soweit. Wie viele rote Science Pack haben wir? 9. Die sind jetzt nicht so viel. Ich mach mal eine Verbindung hier hin. So, nehme einen Smart Inserter. Wo bist du? Ein Smart Inserter, bitte. Das Problem ist, dass die Smart Inserter einen Fast Inserter brauchen. Und Fast Inserter braucht einen normalen Inserter. Deswegen sind die normalen Inserter dann ganz gerne nicht mehr im Inventar. So, du hast erstmal keine Stromversorgung. Das ist doof. Und du nimmst bitte nur raus rote Science Packs. Du nimmst rote Science Packs, du nimmst rote Science Packs. Britzel. Britzel, Britzel. Du nimmst da, du nimmst da. Ähnlich wie bei den Boilern werden die Arme jetzt die Dinger nicht bis zum Rand befüllen, sondern immer nur so 4-5 Stück da reinstecken. Das heißt, es ist nicht so, dass am Anfang das eine Labor alle Science Packs sich schnappt. Nein, es wird einigermaßen gut verteilt. Und der Rest läuft halt hier im Kreis. Das heißt, die Forschung läuft jetzt schon mal so halbautomatisch, nur halt ziemlich langsam. Worauf man jetzt nur sehr achten muss, ist, wie sich das hier mit den Laufbändern verhält. Ob irgendeins der Laufbänder irgendwann überläuft. Aber das mit dem Kupferdraht scheint gut wegzugehen. Das heißt, das äußere Laufband ist schon mal immer leer, wenn es hier fertig kommt. Also hier ist jetzt nur Kupferdraht drauf, falls hier gerade reingeworfen wurde. Das innere Laufband. Innere Laufband scheint einen Überschuss an Platten zu haben. Also Eisenplatten.